Denn jeder Mitarbeiter, die Verlängerung ist von unserer Marke, wenn wir eine Firma sind, ob Personal Brand oder ein Unternehmen, was auch immer verkauft, was auch immer für Produkte anbietet. Denn frage ich mich oft wirklich, warum wir doch noch zulassen oder so viele Firmen doch noch zulassen, dass irgendwelche Menschen einfach ins Team kommen, ohne dass sie wirklich reinpassen. Und das ist so spannend, dass daran erkenne ich halt immer wieder, dass ich auf dem Weg bin, beziehungsweise warum ich auf dem Weg bin, diese Message einmal nach draußen zu tragen, dass es für jedes Unternehmen die passenden Mitarbeiter gibt und für jeden Mitarbeiter auch das passende Unternehmen. Denn es ist mir spannenderweise schon ganz früh aufgefallen und ich war ja jetzt mittlerweile in über 30 Unternehmen entweder selber tätig oder durfte mit unterstützen, mithelfen, mit für Strukturen sorgen und ein bisschen feintunen und optimieren oder auch sogar Leute suchen, neu reinholen. Ich habe schon einige Menschen ongeboardet. Ich habe schon einige Menschen wirklich geführt. Ich habe damals auch Events organisiert und das war mit die schönste Zeit. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich selber auch Retreats und vielleicht auch sogar größere Festivals organisiere wieder. Also für mich. Und was halt so schön war, ist wirklich diese Menschen zu finden, die mit dir zusammen an dieser großen Vision arbeiten. Und es ist eigentlich egal, worum es geht, ob es jetzt darum geht, ein großes Event, ein Festival auf die Beine zu stellen und dafür einfach die Leute zu suchen, die so brennen dafür, ein Teil zu sein, dass sie das mitgestalten. Und genau so sehe ich jedes Unternehmen. Ich sehe jedes Unternehmen so, dass es diese Menschen gibt, die erstmal richtig Lust haben, bei dir zu arbeiten, für dich zu arbeiten, weil sie sich so auch mit dir identifizieren können einfach. Und dann wiederum so Lust haben, diese große Vision an die Leute zu bringen und für sie da zu sein, weil auch das ist natürlich ein Spiegel wieder. Also wie sich dein Team fühlt, deine Mitarbeiter fühlen, kriegt auch immer dein Kunde mit. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, aber das ist immer so, auch da liegt so dieses Upgrade-Thema. Dass wenn wir unsere Mitarbeiter nicht upgraden, können wir unsere Kunden immer nicht upgraden. Und das spielt halt immer überein. Und natürlich der Auslöser, der erste Faktor, ist immer der Inhaber, der CEO selber. Und ich liebe tatsächlich ja nicht nur, also ich habe viel offline gearbeitet, ich habe aber auch die letzten 8 Jahre überwiegend online gearbeitet und online ist nochmal eine andere Schiene und das unterschätzen viele. Und ich habe ja da auch schon mal zu ein Live gemacht, dass offline hast du die Leute nochmal wie nicht anders im Griff. Also ich mag das gar nicht so, dieses, oh, ich muss die Leute unter Kontrolle haben, weil wenn die Leute wirklich wollen und einfach wissen, wo es hingeht und vor allem, und das ist echt ein Punkt. Denn das ist für mich so das Number-One-Kriterium, jemanden reinzuholen, der selber mitdenken kann. Das heißt, jemand, der selber mitdenkt von Anfang an. Aber die Leute laufen dann von alleine los. So. Und das ist natürlich im Offline, du hast einfach eine ganz andere Möglichkeit zu kommunizieren offline. Also das ist natürlich der Vorteil und du hast alles irgendwo im Blick. Auf der anderen Seite, ich habe auch einmal im Konzern gearbeitet, also für mich ist es eine Katastrophe und ich glaube, das unterschätzen auch ganz viele Leute, diese Großraumbüro-Situation einfach, wie stark uns das ablenken kann und wie stark wir uns, also unseren Fokus wirklich komplett verlieren. Also manche können da wirklich gut drin, andere wiederum, so wie ich zum Beispiel gar nicht. Und auch sowas muss man natürlich immer berücksichtigen. Das, was sind die Bedürfnisse der einzelnen Menschen? Was musst du beachten? Der eine
liebt es vielleicht im Großraum, wo zu sein, der andere gar nicht. Der andere braucht vielleicht mehr Kontakt, mehr Führung, der andere gar nicht. Aber, und das ist halt der Punkt, dich auf deinen Standard einzulassen. Du musst dich auf deinen Standard einlassen, was dir wichtig ist. Das heißt, wenn du es nicht tolerieren möchtest, und das sollte auch nicht das Normal sein, dass du Leute die ganze Zeit an die Hand nehmen musst, wenn sie für dich arbeiten, wenn sie gerade für dich anfangen, sondern dass du von Anfang an Leute hast, die auf so einem Level sind, dass du dich wohlfühlst mit ihnen, dass du ihnen nur einmal zeigen musst, was sind die Prozesse in der Firma, wie sind die Strukturen aufgebaut, wer macht was, wo sind diese Schnittstellen miteinander. Und das ist schon das. Also nicht, das ist schon das, also es ist komplex, es ist komplexer, als wir uns es vorstellen können, gerade online. Und das liebe ich aber auch wiederum daran, wirklich zu gucken, wo herrschen vielleicht Missverständnisse gerade, wo können wir ja an, ich sag mal, einer täglichen nicht nur Strukturen arbeiten, sondern wie finden wir wirklich Wege, miteinander mehr in diesen Flow zu kommen, ohne dass wir jetzt zu viele neue Tools und Strukturen ja, uns anschaffen müssen, weil das wird dann aber wieder überladen. Und das machen tatsächlich viele Konzerne sehr gerne, dass sie ihre Mitarbeiter mit noch mehr System und noch mehr Prozessen wie überlagern. Und die Mitarbeiter sind so, ich habe hier gerade einfach nur Chaos auf dem Tisch. Ich habe einfach nur Chaos auf dem Tisch und du packst mir noch mal mehr Stapel drauf, die mir eigentlich gerade helfen sollten, aber es bringt nichts, es tut genau das Gegenteil. Und in kleineren Formen machen wir das auch oft gerne in, ja, kleineren Unternehmen. Also ich liebe tatsächlich diese kleinen Unternehmen, diese teilweise auch, also nicht unbedingt Startups, aber die Leute mit wenigen Mitarbeitern, weil du da noch effizienter rangehen kannst und noch mehr darauf achten musst, wen du reinholst. Dass wirklich dieses kleine Kernteam von vielleicht 5 Leuten, von vielleicht 10 Leuten, von höchstens 15 bis 20 Menschen wirklich diese Fäden so schön miteinander agieren, dass du wirklich auf Sachen achten musst, die du in großen Firmen nicht tun, also nicht tun musst auf der einen Seite, aber auf der anderen ist es so ein, du musst nicht so viele Manager einstellen. Also je mehr Menschen du im Team hast, desto mehr Leute braucht es natürlich, um diese einzelnen Departments irgendwo zu führen. Und ich glaube nicht, dass es nötig ist, in diesen Online-Firmen-Konstrukten, wenn du es richtig geil aufbaust. Und ich kenne schon einige von diesen Firmen, diesen CEOs, die das so schön aufgebaut haben, einfach mit wirklich wenig Mitarbeitern, ultra effizient sind. Und da geht es halt einfach nur immer wieder auch diese Strukturen und Prozesse neu zu formen. Also vor allem immer wieder, wenn jemand neu reinkommt, verändert sich natürlich auch die ganze Energie. Und je nachdem, wie viele Menschen du vielleicht auch gleichzeitig einstellst, musst du gucken, dass du die einzelnen Positionen vielleicht wieder optimierst. Also es passiert ja eigentlich immer. Aber das auch festzuhalten und das wirklich, soll ich sagen, das so klar zu haben, was du dort tust, ohne einfach nur, ach, ich mach einfach mal blind, jeder macht einfach mal, was er denkt, was er tun sollte und gut ist. Das passiert nämlich in den meisten Firmen tatsächlich, dass es nicht durchdacht ist. Ich meine, ähnlich wie Onboarding-Prozesse, ähnlich wie Hiring-Prozesse. Und was ich ganz, ganz schön finde tatsächlich, hab ich gestern, ich habe mich ein bisschen mit LinkedIn beschäftigt. Weil ich denke, sollte ich zu LinkedIn gehen, ja oder nein? Na, auf jeden Fall fand ich das so schön, weil ich glaube, bei Simon Sinek habe ich das gesehen, dass er
eher dieses Recruiting nicht als Recruiting sieht, sondern als Inviting. Und genauso, es ging sehr mit mir in Resonanz, weil genauso sehe ich das auch, dass ich meine, du lädst jemanden ein, in deine Firma zu kommen, mit dir zusammen diese Vision noch größer zu machen. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild tatsächlich, so dieses, okay, es ist kein Recruiting, sondern es ist wirklich ein Inviting, weil vor allem Recruiting erinnert mich auch wirklich sehr an dieses, ja, an so Soldaten, Bundeswehr, keine Ahnung, welches Szenario. Und Inviting finde ich sehr schön. Hiring, Inviting ist, ja, ist passend. Es ist viel, viel passender, weil du lädst wirklich Leute ein. Und das macht es auch wieder so, finde ich, so schön und wertschätzend auch. Du lädst Leute ein in deine Welt, mit dir zusammen an diesem Baby, was du alleine aufgebaut hast, zu wirken, dieses Baby mitzugestalten. Und ich finde, das macht es wieder so schön. So, wir gestalten etwas zusammen. Wir sind ein Team wirklich. Und nicht jeder ist für sich und macht sein Ding, sondern wir gestalten zusammen. Und dafür brauchst du die richtigen Leute. Dafür brauchen wir die richtigen Menschen, die wirklich passen. Und ich habe es schon mal die Tage geteilt, dass da steckt halt auch wieder die größte Angst hinter, dass wir uns teilweise nicht erlauben, dass dieser tolle Mitarbeiter, dieses großartige Team existiert. Also wir erlauben uns gar nicht, diese Menschen anzuziehen, weil zum einen bin ich glauben eben, dass sie existieren und zum anderen haben wir Angst davor. Da steckt so eine Verlassenheitswunde irgendwo hinter. Aber was ist, wenn dieses Team oder dieser tolle Mitarbeiter, den du so nah an dich rangelassen hast, auf einmal geht? Das ist ein riesengroßer Schmerz und das ist dieser Prozess, wirklich, je nachdem, auf welchem Level du bist. Und je nachdem eben, wie viel Nähe du zulassen kannst, weil das ist tatsächlich der Punkt, dass so viele Menschen diese Nähe nicht zulassen können, auch emotional, auch wirklich transparent zu sein mit dem Team und sich dadurch auch, ja, wie so ein bisschen sperren vor diesem nächsten Wachstumsschub. Das heißt, da immer auch so ein bisschen zu, ja, zu reflektieren für sich, wo man da selber gerade steht. Und wie das Team gerade aufgebaut ist. Also Number One Frage quasi, fühlst du dich wohl? Fühlst du dich wohl? Kannst du deinen Lifestyle super integrieren mit diesem Team, mit diesen Strukturen oder muss irgendwas anders sein? Und ich glaube, ich werde auch viel mehr die nächste Zeit über Metaphysik sprechen, noch über Human Design auch sprechen, über Astrologie sprechen, über Basis von Ming sprechen. Feng Shui ist auch ein großer, großer Aspekt. Numerologie, Gallup. Also wir können so viel einbinden einfach in diesen Optimierungsprozess, in dieses Feintuning vom Team und vor allem auch von Anfang an immer darauf achten, wen wir wirklich reinholen, wer zu unserer Energie auch passt. Und das ist ja so mein Specialty. Also ich gucke mir immer den Menschen individuell an, also jeden einzelnen Menschen tatsächlich individuell an. Und alles geht von deiner Energie aus als CEO, als Online-Unternehmer, als Inhaber, als Gründer dieser Firma. Alles geht von dir aus. Und du bist wie so dieser Kern. Und mit diesem Kern kommen dann quasi diese Abzweigungen mit diesen anderen Menschen. Und wenn du halt, ich meine, du weißt es selber, das Team ist wie so dieser Puffer und auch immer so Türsteher und eben diese eigene, also wirklich diese Verlängerung deiner Marke. Also das Team ist nicht nur sogar die Verlängerung deiner Marke, sondern die Verlängerung deiner Energie. Das heißt, wie dein Team sich fühlt, wie dein Team aufgebaut ist, und das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, zeigt sich bei deinen Kunden. Das heißt, dieses Kundenerlebnis ist ausschlaggebend von deinem Team und dein Team wiederum muss zu dir passen, weil sonst ist es wie so ein Schleier ja, um deine Energie herum. Das heißt, es ist wie so eine Art
Verschleierung deiner Energie und wie so eine Art Rolle irgendwie, die du vielleicht sogar spielst, die deine Kunden mitbekommen. Das heißt, wenn das nicht im Einklang ist, wenn dein Team nicht im Einklang ist, wenn dein Team nicht wirklich nach dir ausgewählt wurde, zeigt sich das auch in deinen Kunden. Also auf irgendeine Art zeigt es sich auch bei den Kunden. Und das finde ich halt so schön, weil es ist so ein rundes Bild dann irgendwie. Und ja. So, also immer dran denken, das ist für mich wie so eine Art Leitstern tatsächlich. Das zum einen ist ein Gamechanger, ist ein absoluter Gamechanger und das durfte ich echt jetzt schon einige Mal erleben, dieses absolute Dreamteam an Bord zu haben. Und zum anderen wirklich, dass jeder Mitarbeiter eine Verlängerung deiner Energie ist und somit auch deiner Marke. Das heißt, dieses ganze Thema auch Employer Branding, also wirklich, wie wirkst du nach außen für die Leute, wie präsentierst du dich schon im Bewerbungsprozess, also wie ist dieser Bewerbungs- und Hiringsprozess und Onboardingprozess aufgebaut. Also kannst du auch ultra gut filtern, also super, super gut filtern. Das ist wie so eine, also Mauer ist das falsche Wort, aber es ist wie so ein Aushängeschild, dass du zum einen die Leute anziehst, die du möchtest und zum anderen auch die Leute abprellst, die du nicht möchtest. Und es ist schön, das ist ultra erleichternd tatsächlich. Ja, bevor du, also wenn du meinen bekommst, du bist mit Sicherheit jemand, der so einige Bewerbungen bekommt und nicht der sich denkt, aber wo bekomme ich die Leute her, die sich bei mir bewerben. Und aus diesen hunderten Bewerbungen schon direkt so eine Art Filtersystem zu schaffen, der ist für dich geeignet. Warum? Wer fällt direkt raus? Das ist Gold wert. Das ist wirklich Gold wert. Ich habe damals teilweise auch noch wirklich mir jeden Menschen eigentlich angeguckt und. Ich bin ja kein Fan unbedingt von Lebensläufen und sowas, von diesem klassischen System. Ich meine, deshalb mache ich auch mitunter, was ich mache, weil ich dieses ganze Klassische nicht mag und weil ich auch weiß, dass die Zeit endet. Und ich sehe das auch die letzten Jahre. Es verändert sich so viel, gerade in dieser ganzen Arbeitgeber-, Arbeitnehmer-, Unternehmenswelt, was Mitarbeiter betrifft, was Team betrifft, was Strukturen betrifft, das ganze Hierarchische fällt weg. Und das ist halt das Schöne eben an kleineren Teams, dass du halt wirklich dynamischer wirken kannst, dass du Positionen vielleicht dann immer wieder variieren kannst, immer wieder anpassen kannst, einfach viel gezielter einfach nutzen kannst und immer wieder auch für, und das ist halt auch das Spannende, wenn du Leute hast, die mitdenken, dass sie immer wieder auch für Automatisierung sorgen, also immer wieder selber dafür sorgen, wie sie ihre Arbeit noch effizienter gestalten können und noch besser vorankommen, weil noch fokussierter sein können. Und ja, so, toll, mal auf zu blabbeln. Ich dachte einfach mal, ich teile mich hier mal ein bisschen mit und freut mich so. Also, ich wünsche dir einen wundervollen Tag.